Hallo ihr Lieben, was war das für ein Move? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute kommt das allerletzte Gelesen-Video des Jahres 2020. Verrückt. Ich habe das ganz lange vor mir hergeschoben, weil ich nicht wusste, wie viele Bücher ich jetzt halt noch in das Jahr reinkriege. Aber ich glaube, ich kann jetzt so langsam einen ganz guten Schlussstrich ziehen und dann ist es höchstens ein Buch, was ich jetzt nicht inkludiert habe. Jetzt kommt das letzte Video über die Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Falls ihr die anderen Videos verpasst habt, dann verlinke ich euch alle meine Büchervideos in der Infobox. Ich würde sagen, wir fangen einfach gleich an. Ihr könnt übrigens auch immer auf Instagram sehen, was ich gerade lese. Da habe ich auch ein Bücher-Highlight. Also da könnt ihr immer meine Reviews kurz und knapp sehen, wenn euch das Gelaber hier zu lang ist. Und zwar mit Land in Sicht von Ilona Hartmann. Das Buch habe ich gelesen, weil ich Ilona auf einem Workshop vom Kreativbund in Berlin mal kennengelernt habe und fand sie super sympathisch und habe sie seitdem auch ja, auf Twitter verfolgt, auf Instagram verfolgt und ja, wir haben immer mal so ein bisschen hin und her geschrieben und dann habe ich gesehen, dass sie eben ein Buch geschrieben hat und es ist jetzt nicht so die Thematik, zu der ich sonst ein Buch kaufen würde, aber weil Ilona es eben geschrieben hat, wollte ich sie unbedingt supporten und dieses Buch kaufen. Es geht um, Jana weiß nicht, wer ihr Vater ist. Sie weiß nur, dass er Kapitän ist auf einem Schiff, der MS Mozart, so ein Rentner-Kreuzfahrtschiff, die eine Kreuzfahrt über die Donau macht. Und sie entscheidet sich eben, diese Kreuzfahrt mitzumachen, um ihren Vater aus der Ferne kennenzulernen. Und es geht so darum zu lernen, woher man kommt, das anzuerkennen, um Familie, um so ein bisschen Coming of Age auch einfach und auch einfach super lustig. Also ich habe es im Urlaub gelesen auf Sylt und ich hatte das in 2 Tagen durch. Das ist ein schönes, kleines Buch, wenn ihr mal was für zwischendurch sucht. Also ich würde dem Buch 3 von 5 Sternen geben, einfach weil es ein sweet read war. Ich dachte immer, die großen Momente im Leben sind genau das, groß. Von enttäuschend und völlig absurd hat mir niemand etwas gesagt. Big Fan, Ilona, weiter so. Dann habe ich gelesen, das habe ich nicht mehr hier, weil ich es schon verkauft habe, Outline von Rachel Cusk. Das ist ein Roman, in dem es so darum geht, dass eine Autorin, die einen Creative Writing Workshop teacht, nach Athen reist, um diesen Workshop zu geben. Auf ihrer Reise lernt sie verschiedene Menschen kennen, die sie so in ihre Lebensgeschichte mitnehmen. Und von der Ich-Erzählerin selbst erfährt man nicht so viel, sondern ein Bild von ihr spinnt sich eher durch die Erzählungen anderer und ihrer Antworten darauf. Und ich fand das Konzept super cool. Ich fand auch, ich habe es eigentlich nur wegen dem Cover gekauft, to be honest. Und weil es dreiteilig ist und ich dachte, geil, irgendwie mal ein geiler Dreiteiler. Aber ich würde dem Buch 2 von 5 Sternen geben. Ich war kein großer Fan von diesem Buch. Es war mir zu diffus. Ich konnte nicht so richtig folgen und ich hatte nicht das Gefühl, dass mich irgendeiner der Charaktere mitnimmt. Und ich würde den 2. und 3. Teil nicht lesen. Dann habe ich gelesen, oh, I loved it so much, Trick Mirror, Reflections on Self-Delusion von Ja Tolentino. Das ist ein Buch, das Essays von Ja vereint. In den Essays geht es um Feminismus, Reality-TV. Sie war irgendwie mit 13 oder 14, also als Teenie in einer Reality-TV-Show und erzählt so davon. Rape-Culture in Amerika, vor allem an Colleges. Einfach so das Internet und wie wir uns darin bewegen. Und es hat mir so viele gute Insights gegeben. Ich habe es absolut geliebt. Ich fand, sie hat total gut diesen schmalen Grat zwischen ich erkläre Sachverhalte und ich bringe meine persönliche Geschichte mit ein, so gekriegt, so viel markiert. Ich habe es absolut geliebt. Das Buch würde ich auf jeden Fall empfehlen. 4 von 5 Sternen. Einfach nicht 5 von 5, weil dafür hat es mich emotionally jetzt nicht so gekriegt. Aber es war ein absolut gutes Buch und ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Auch, ich würde sagen, eins meiner Lieblingsbücher dieses Jahr. Was auch super spannend war an dem Buch, ist, dass sie total viele Sachen erwähnt hat, die ich dann noch nachschlagen konnte, also in den Footnotes einfach. Und auch total viele AutorInnen und einfach Personen des öffentlichen Lebens erwähnt, also einfach so auch die Kultur so mit einbindet.
Richtig spannend fand ich auch die Essay zum Thema The Cult of the Difficult Woman. Also warum Frauen immer als schwierig dargestellt werden oder warum es schwierig ist, mit Frauen zu interagieren. The idea was that social media would give us a fine-tuned sort of control over what we looked at. What resulted was a situation where, first as individuals, then inevitably as a collective, are essentially unable to exercise control at all. Facebook's goal of showing people only what they were interested in seeing resulted, within a decade, in the effective end of shared civic reality. Absolut geliebt, would recommend. Als nächstes habe ich Three Women von Liza Taddeo gelesen. In diesem Buch geht es um drei Frauen, die verschiedene Geschichten haben. Es geht um Maggie, die eine Affäre mit ihrem Lehrer hat. Dann geht es um Sloan, die eigentlich eine glückliche Ehe führt, aber sie schaut gern ihrem Mann dabei zu, wie er Sex mit anderen Frauen hat. Die dritte ist Lina oder Lina. Und die ist in so einer, das ist so eine Housewife, die super unhappy ist mit ihrem Leben und dann her first real love, glaube ich, auf Facebook wiederfindet und sich dann damit anbandelt. Und es erzählt parallel die Geschichten dieser drei Frauen. Ich fand, es hat super spannend angefangen, weil es um den Prozess geht, den Maggie dann gegen ihren Lehrer führt. Also das ist dann eine längere Geschichte. Aber man wird quasi in die Geschichte einfach mitten reingeworfen und die erzählt sich dann von hinten nach vorn. Und ich fand den Anfang super spannend und dann, fand ich, hat sich's ein bisschen verloren. Es steht irgendwie am Anfang drin, dass 6 Jahre Research da reingegangen sind und dass sie diese drei Frauen, das sind echte Geschichten, also das ist keine Fiktion, dass sie die immer interviewt hat und verfolgt hat bei ihrem Leben. Und das ist natürlich auch ein super Konzept, aber dafür war es mir nicht divers genug. Also das sind alle drei heterosexuelle Frauen gewesen, die ähnliche Geschichten im Grunde genommen haben. Also es hat mich dann gestört, dass nicht eine queer Frau dabei war, wenn es schon die Geschichte von drei Frauen ist. Irgendwie fand ich das ein bisschen undivers alles. Dafür, dass da 6 Jahre Research drin sind, war es mir dann zu sehr wie Novel. Also da hätte ich mir dann mehr erwartet auch und mehr Lessons auch. Ja, deshalb weiß ich nicht so genau. Wenn es jemand von euch kaufen will, sagt mal Bescheid. 5 Euro und es gehört euch. Habe ich noch ein nettes Zitat hier drin? Ich glaube, ich habe ein Zitat markiert, wo ich die Formulierung einfach so schön fand. Ja, ein Zitat im ganzen Buch, das kleine Ding da. The pale sweetness of a cashew. Finde ich so schön. Didn't like it that much. 2 von 5 Sterne. Dann habe ich gelesen Everything is Fucked, a book about hope von Mark Manson. Mark Manson kennen einige von euch vielleicht von The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Das war sein erstes, das ist sein zweites Buch. Mochte es sehr, sehr gern. Also es ist ähnlich zum ersten tatsächlich. Das erste hat von mir 4 von 5 Sternen gekriegt und das deshalb nur 3 von 5, weil das mir zu sehr auf den Erkenntnissen des ersten Buchs angelehnt ist und ich mir so denke, das haben wir doch im ersten Buch auch schon so gehabt. Trotz allem ist es ein super spannendes Buch gewesen. Es geht so darum, wie wichtig Hoffnung ist für die Menschheit zum Weitermachen, zum einen Purpose haben, also einen Sinn im Leben sehen. Und er geht dann so auf verschiedene, also auf Newton zum Beispiel geht er ein und dann fand ich es richtig spannend, gibt es ein Kapitel, das heißt How to make all your dreams come true und da geht es so darum, wie sich Religionen bilden und wie dieses Konzept von Hoffnung in Religionen funktioniert und wie dadurch eben auch Leute dann auserkoren werden, die geworshipped werden. Und dann gibt es ein Kapitel, das heißt How to start your own religion oder so. Das fand ich alles super spannend. The values that define our identity are the templates that we apply to our interactions with others. And little progress can be made with others until we've made progress with ourselves. Pain is the universal constant of life. The opportunities to grow from that pain are constant in life. All that is required is that we don't numb it, that we don't look away. All that is required is that we engage it and find value and meaning in it. Also finde ich ein super Buch. Mit dem Buch habe ich tatsächlich das erste Mal angefangen, mir Notizen einfach aufzuschreiben. Also dass ich nach jedem Kapitel
nochmal rekapituliert habe, was habe ich gerade gelernt und mitgenommen und mir das auch aufgeschrieben habe. Und ich glaube, so will ich es für solche Sachbücher jetzt öfter handhaben, weil ich so oft dann mich so verliere in meinen Erkenntnissen und nicht mehr weiß, was ich jetzt davon mitgenommen habe. Und in den Markierungen auch, das sind zwar dann gute Sätze, die man sich aufschreibt, aber jetzt nicht mehr so den Gesamtzusammenhang hat. Und bei dem Buch habe ich das angefangen, also das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, aber das mochte ich sehr gern. Aber 3 von 5 Sternen, weil das erste noch ein bisschen besser war. Als nächstes habe ich dann In Their Shoes Navigating Non-Binary Life von Jamie Windest gelesen. Jamie Windest ist eine Person, die Bücher schreibt. Oh, mein Nachbar auf dem Balkon. Model ist und auch Talks gibt. Jamie ist non-binary, like the name of this book says. Und die Person spricht eben über ihr Leben als non-binary Person. Also eine Person, die sich keinem Geschlecht zuordnet. Und ich fand's super spannend. Ich gebe dem Buch auf jeden Fall 4 von 5 Sterne und lege es euch wärmstens ans Herz, weil es einfach ein guter Einstiegsread ist in die Non-Binary-Thematik, an die ich mich jetzt selber erst tatsächlich anfange ranzutasten, was ich echt krass finde, dadurch, dass ich mich schon so lange mit der Queer-Community befasse. Und ich glaube, es ist auch so, gerade ich habe vor allem an so jugendliche Non-Binary-Personen gedacht, denen dieses Buch, glaube ich, so viel Hoffnung und Mut geben kann. Jamie ist einfach eine absolute Icon und hat mich auch voll inspiriert. So, es ist einfach so ein bisschen Coming of Age. Ich glaube, Jamie ist nur ein Jahr älter als ich und hat Fashion Management oder sowas studiert in England und spricht eben einfach so darüber, wie die Person aufgewachsen ist und wie sich so diese Non-Binarität entwickelt hat. Is the queer agenda actually trying to destroy heteronormativity or are we just trying to allow heteronormativity to relax a little and loosen up its binary restraints? Das liebe ich auch. We are actually able to have a skilled craft that doesn't have to explicitly be about being non-binary. Preach it. So wichtig. Also dieses Buch ist voller guter Zitate und ich lege es euch wärmstens ans Herz. So, dann habe ich gelesen Faith von Sharon Salzberg. Trusting Your Own Deepest Experience. Das ist ein Buch, da geht es um Hoffnung, wie der Titel schon sagt, aber auch nur Hoffnung. Also ich habe viele Sachen markiert in dem Buch und es geht so ein bisschen auch um Buddhismus. Also sie ist so eine der ersten Personen gewesen, die irgendwie in den 70ern so das Konzept von Buddhismus nach Amerika gebracht haben. Also sie ist voll die Pionierin in diesem Themengebiet. Aber dieses Buch, ich habe nur Sachen markiert, wo dann in dem Satz steht, Faith is, Faith should, war für mich eher wie so eine vielschichtige Definition des Begriffs Hoffnung. Und ich weiß nicht so richtig, was es mir gegeben hat, ehrlich gesagt. Also fand es auch ein bisschen langweilig und ich gebe dem Buch 2 von 5 Sternen vielleicht. Was ich krass finde, weil ich habe bei einer Freundin im Regal Real Love gesehen. Das ist auch ein Buch von Sheryl Salzberg und da habe ich das erste Kapitel bei ihr gelesen und das fand ich super geil. Ich glaube, das werde ich mir als nächstes dann kaufen und dann als nächstes Real Hope. Das ist ihr letztes Buch. Und das ist ihr erstes. Und dann dachte ich, fange damit an. Und weil auch ihre Mutter irgendwie gestorben ist, dachte ich, das gibt mir voll was, aber das ist total untergegangen. Also ich weiß irgendwie auch nicht. Also es sind schon Zitate, die ich mir irgendwie auch merke und aufschreibe, aber vielleicht muss ich auch die Zitate für sich betrachten und nochmal beleuchten und nicht so im Kontext dieses ganzen verwirrenden Buches sehen. Being held doesn't halt the falling. Das finde ich wirklich schön. Das muss ich hier lassen. Ja, es sind schon ein paar gute Worte drin, aber es ist nicht so, dass ich sage, das ist jetzt das Buch meines Lebens gewesen und es hat irgendwie mein Leben verändert. Just as the world is breathing, pain is breathing. It is inhaling and exhaling and there's space between its arisings. Rather than feeling overcome and helpless in the face of a wall of pain, we can find hope, relief in that rhythm of change. Ich weiß nicht so recht. 2 von 5 Sternen. Vielleicht muss ich mich einfach noch mal mehr drauf einlassen. Okay, es gibt noch 2 Bücher, über die ich reden muss. Zum einen Kurt von Sarah Kuttner. Das ist ein Buch über ein Paar. Ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Auf jeden Fall
Es ist aus der Perspektive einer jungen Frau und ihr Freund hat quasi einen Sohn, Kurt. Das ist aber nicht ihr Kind. Also es geht erstmal schon um diese Dynamik von, das ist nicht mein Kind, wie gehe ich mit diesem Kind überhaupt um? Und ich liebe es ja schon, aber wie viel darf ich sagen, wie viel darf ich es erziehen? Das war super spannend am Anfang. Und dann ist es so, dass Kurt stirbt und zwar plötzlich. Und es geht einfach um diesen Kindstod. Und ich habe das Gefühl, dass auf jeden Fall das Kindersterben ein super großes Tabu ist, über das niemand spricht. Und Sarah Kuttner schreibt so berührend, so überhaupt nicht laut, sondern so leise über diesen Verlust von diesem Kind. Das Kind kommt dann auch in den Friedwald und ich habe mich total viel wiedergefunden. Und das ist eins der schönsten Bücher, die ich je über den Tod gelesen habe, weil Sarah Kuttner den Nagel einfach auf den Kopf trifft. Ich habe das Buch leider nicht hier, weil ich es meiner Mama ausgeliehen habe, aber sie hat es auch extrem geliebt. Ja, ich finde, Sarah Kuttner hat einfach so eine tolle, unaufregende Art, über diese Sache zu sprechen. Es ist nicht so, das habe ich auch in meiner Buchreview auf meinem Instagram geschrieben, dass man den Tod so unter die Nase gerieben bekommt, sondern er ist irgendwie einfach immer da. Und so ist das Leben einfach als trauernde Person, wenn man mit einem Verlust lebt. Und ich gebe dem Buch auf jeden Fall 5 von 5 Sternen. Ich habe es absolut geliebt und ich würde es auf jeden Fall empfehlen, ob ihr jemanden verloren habt oder nicht. Es ist einfach ein wunderschönes Buch, bei dem ich unglaublich viel gelacht und unglaublich viel geweint habe. Weil im Grunde natürlich alles, alles, alles weitergeht. Die Welt bleibt nicht für eine beschissene Sekunde stehen. Sie zögert noch nicht einmal. Geliebt. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Buch, was ich jetzt dieses Jahr vorstellen werde, weil ich glaube nicht, dass ich so... Ich glaube, das ist das letzte Buch, was ich lesen werde in diesem Jahr. Und es ist The 5 AM Club von Robin Sharma. Und da habe ich auch schon 1000 Mal jetzt drüber geredet. Also ich habe es in einem Podcast entdeckt, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und es geht so darum, dass die Stunden vor dem Morgengrauen eigentlich die wichtigsten sind, dass die am kreativsten genutzt werden können. Und ich begebe mich gerade in diese Sphäre erst rein. Aber es ist mega cool, weil es ist so ein bisschen einfach romanmäßig geschrieben. Also es ist jetzt nicht your typical Self-Help-Book, sondern es gibt verschiedene Charaktere, die das quasi zusammen entdecken. Das finde ich irgendwie cool. Also ich bin bisher großer Fan, aber ich bin auch noch nicht weit. Und das, liebe Freunde, war das letzte gelesene Video dieses Jahres. Und ich kann mal schauen, wie viele Bücher es waren dieses Jahr. Was mein Goodreads sagt. Goodreads ist immer unten verlinkt übrigens. Wenn ich jetzt mal sage, ich habe ja Faith gelesen. Ich habe mir für 2020 vorgenommen, 20 Bücher zu lesen. Und es waren am Ende 29. Wow, okay. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe tolle Bücher gelesen in diesem Jahr. Tolle, tolle Bücher. Also es war wirklich ein tolles Jahr. Und mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr dieses Jahr gelesen habt und was es euer absolutes Lieblingsbuch 2020 war. Lasst das mich unbedingt wissen und dann sehen wir uns hoffentlich bald zu einem neuen Büchervideo wieder. Macht's gut.